Gut. Noch eine Jacke. Man kann nie genug Klamotten anziehen. Das geht überhaupt nicht. Und ich muss dann noch berichten, welche interessanten Erkenntnisse ich heute Nacht hatte. Weil abgesehen von etwas wirren Gedanken, so im Halbschlaf, weil so richtig gepennt habe ich nicht. Aber das ist ja normal. Die erste Nacht, die ich draußen schlafe, schlafe ich nie so richtig gut. So, jetzt bin ich gleich einigermaßen warm eingepackt. Jupp. Das sollte jetzt erstmal einen Moment verhindern, dass ich allzu schnell sterbe. So, jetzt noch ein wenig Schlafsack zudecken. So, oh, 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 das ist gut. Das ist gut. Leider habe ich mehr oder weniger meinen gesamten Krempel gestern ausräumen müssen, weil ich meinen Rucksack ja trageoptimal gepackt hatte, nicht unbedingt auspackoptimal. Das ist immer so ein bisschen der Haken, wenn man da mit so einem reinen oben Laderucksack arbeitet. Und jetzt gab es noch das Problem, prinzipiell hätte ich Durst. Grundsätzlich habe ich auch noch was zu trinken. Das Problem ist nur, dass alles Eis. Und dann kann ich also stückchenweise sein Getränk abbeißen. Ich hoffe, die andere Flasche, also die hier war noch voll und ist jetzt nicht ganz durchgefroren. Das Blöde ist nur, oben ist halt quasi so ein Pfropfen drauf, dass der noch trinkbare Inhalt, weil flüssig, nicht bis oben ankommt. Bei der Flasche habe ich, glaube ich, mehr Glück. Oh ja, oh, das tut gut. Also auch wenn man von Wasser umgeben ist, trinken, trotzdem nicht so einfach. Wichtig, wichtig, wichtig bei Wintergeschichten, immer genug Brennstoff dabei haben. Also wer sowas rein mit Feuerchen machen möchte, bohohoho. Naja gut, das geht natürlich auch, wenn man einfach tagsüber ankommt, sich dann richtig viel Zeit nimmt zum Lager vorbereiten, zum Feuer sammeln. Aber als richtige Trekkingtour, also es gibt schon einen Grund, weshalb Benzinkocher für den Winter empfohlen werden. Immer mal wieder. So, naja, das ging besser als erwartet. Wie kriege ich jetzt mein Getränk wieder flüssig? Unter die Jacke stecken. Das wird dann natürlich unangenehm beim Laufen. Aber natürlich mache ich das auch nur beim Laufen, weil jetzt ist mir das zu blöd. Gut, eine Runde Benzinpumpe. Also das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass ich genau das hier tue. Ich kann jetzt nicht wegen jedem Scheiß die Kamera umstellen. Und das ist gut, weil da wird einem warm von. Man pumpe sich dumm und dämlich. So, jetzt muss ich meine Handschuhe finden. Mein Schemek liegt sinnvollerweise im Schnee. Das ist natürlich großartig. Ja, ein bisschen wie, irgendwie lässt sich das nicht immer ganz vermeiden. Scheint mir. Ich habe übrigens meinen Fressaliensack als Kopfkissen verwendet. Ja, wo sind denn die Handschuhe? Ah, da sind die Handschuhe. Ja, sinnvollerweise da, wo ich morgens theoretisch als erstes hingreifen wollte. Theoretisch, praktisch. Das ist selten, dass die Theorie und die Praxis nahtlos ineinander greifen. Oh. Ist nochmal so ein Problem, weshalb ich morgens schwer aus dem Sack komme. Weil man freut sich ja, wenn es morgen wird. Weil so eine Nacht ist ja bekanntlich lang. Und so eine Nacht ist, auch wenn ich da nicht wirklich Angst habe oder so, trotzdem immer ein gewisses Maß an Stresssituationen, wenn man halt nicht daheim gemütlich im Hause rumhockt. Also soll ja Leute geben, denen macht das überhaupt gar nichts aus. So die ganz, ganz, ganz harten Krieger. Aber nee. Ich mache es irgendwo gerne, aber es sind so zwischendrin so Momente des Zweifels durchaus vorhanden.
Und ich finde, die sind auch irgendwie erlaubt. So. Ja, kacke, jetzt muss ich noch natürlich ein Feuerzeug finden. Wo das jetzt wieder liegen mag, ist die nächste Frage. Ich glaube, ich habe es sogar noch in die Hosentasche gesteckt, in meiner unendlichen Genialität. Ah. Jawohl. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Gut, bauen wir jetzt dieses Setup mal ein wenig um. Ich glaube, so sieht man es. Also generell funktioniert das so, Pumpe ein bisschen aufdrehen, dann spritzt etwas Benzin in den Kocher. Das kann man dann entzünden und der Kocher fängt Feuer sozusagen. Damit kann man aber nicht kochen, sondern das ist dafür da, dass der Kocher vorgeheizt wird, um Betriebstemperatur zu erreichen, damit das Benzin, was dann ankommt, halt direkt vergast wird und man dann diese schöne blaue Flamme, die man halt kennt, von Gaskocher oder eben auch Benzinkocher erhält. Je kälter es ist, desto länger muss der vorheizen. Deshalb kann es sein, dass ich jetzt zwischendrin noch mal ein kleines bisschen Benzin nachgebe, damit der auch lang genug brennt. Und wenn er dann auszugehen droht, dann dreht man volle Kanne auf und hofft, dass das dann funktioniert. Wenn nicht, muss man halt noch länger vorheizen, noch ein bisschen rumprobieren und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt gar nicht so kalte Hände, aber wenn ich hier schon eine Flamme habe, dann muss ich die auch nutzen. Okay. Wir drehen etwas auf und hoffen. Klingt schon mal ganz gut. Alles klar. Das hat funktioniert. So, jetzt werde ich mir erstmal meinen Topf hier sauber machen. Dafür muss der Inhalt jetzt erstmal schmelzen. In den anderen Topf kommt jetzt, da ist zwar jetzt noch leicht Gemüsebrühe anteilig drin, aber das soll mir jetzt egal sein. Jetzt geht wieder das Gesuche los, wo ist das Messer? Ja, ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt. So, inzwischen habe ich hier fast heiße Milch. Das ist extra Kondensmilch. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Schnee reingeschmissen, damit sie dann so ungefähr die Konsistenz von richtiger Milch kriegt. Die soll sprudelnd aufkochen. Dann soll man die Milchnudeln reinschmeißen. Das Ganze kräftig umrühren. Sollte eigentlich jeden Moment soweit sein. Und dann kann man das 10 Minuten stehen lassen, um Brennstoff zu sparen. Da ich weiß, dass bei diesen Temperaturen 10 Minuten stehen lassen nicht ausreichen, dass die dann durch sind, lasse ich es ein bisschen länger kochen. Oder ich muss halt zwischendurch nochmal draufstellen, das kann auch sein. Ja, mal gucken, das mache ich dann, wie es mir gerade einfällt. Ja, muss noch aus meiner Tasse noch die Gemüsebrühe irgendwie rauskriegen. Mal gucken. Alles mit einer gewissen Spannung. Huhu. Scheiße. Ja, das konnte ja keiner ahnen, dass das derart hochkocht. Na egal. Wichtig ist vor allen Dingen, irgendwas zu essen. Das ist die Hauptsache.
So. Das muss reichen, sonst brennt mir das noch mehr an, als es schon ist. Das ist halt scheiße mit so einem Benzinkocher. Der hat halt zu viel Power für sowas dann wieder. Da wäre jetzt ein Trangia natürlich besser gewesen. Ich mache mal auch den anderen Topf sauber, aber Schnitt. So, also, die sind jetzt nicht ganz durch, aber die werden nur kalt, bis sie durch sind. Ganz leicht angebrannt schmecken sie. Aber echt nicht schlimm, kann man noch gut essen. Ein wenig Aussicht habe ich hier auch. Topf sauber kriegen ist halt echt eine Qual. Den muss ich nachher ein bisschen ausschrubben. Dann werfe ich mir wahrscheinlich nochmal den Kocher an, um meine Hände wieder warm zu kriegen. Immerhin habe ich die Tasse ja jetzt sauber. Das ist schon mal gut. Für später. Denn ich denke, dass ich mir zur Mittagspause unbedingt ein Tässchen Tee machen werde. Und dafür packe ich dann aber nicht den Benzinkocher aus, sondern das passiert aus meinem neuen kleinen Esbit Mini-Brenner. Seht ihr dann, muss ich jetzt nicht in Kamera halten, an trinkbare Flüssigkeit ranzukommen, halt eben gerade ja auch nicht so einfach ist, ne? Muss mal gucken, dass ich halt unterwegs irgendwie versuche, meine Cola-Flasche unter der Jacke aufzutauen. Hätte ich gewusst, dass gar nicht so schlimm wird, wäre ich vorher auch aus dem Schlafsack gekrochen. Na gut, das weiß ich dann für morgen. Weil ich meine, man verlässt den Schlafsack ja warm. Man muss ja nicht völlig ausgekühlt in die Kälte. Und da ich mich jetzt mit dem Ding noch ein bisschen zugedeckt habe, gerade so im Beinbereich, habe ich auch noch warme Füße. Ich habe ja übertrieben viele Jacken und Pullover an. Lass mal denken, ein T-Shirt, dann noch so ein Langarm-Funktionsshirt, Kälteschutzjacke, nee, Pullover, zwei, dann Kälteschutzjacke, dann noch meine Softshelljacke und ich habe eine Sturmhaube und eine Mütze auf. Zum Laufen trage ich nachher natürlich wieder meinen Hut. Lager zusammenpacken wird halt auch noch mal eine Weile dauern. Worauf ich mich überhaupt nicht freue, ist in die Schuhe reinsteigen, weil die sind gefroren. Das lässt sich halt auch nicht vermeiden. Ich wüsste nicht wie. Außer man packt irgendwelche Heatpacks rein. Ich wollte aber keine Heatpacks benutzen. Ich finde irgendwie, das ist so ein bisschen Cheating für meine Verhältnisse. Aber muss natürlich jeder machen, wie er selber meint. Genug gelabert. Mach die Kamera jetzt mal wieder aus. Tja, manchmal sollte man halt noch ein paar hundert Meter weiterlaufen. Dann findet man nämlich statt einer doch etwas kühlen Nacht sowas hier. Die ist nämlich sogar offen. Das ist wahrscheinlich die Hütte zu dem... Windrad heißt das Teil. Und ich stehe hier gerade ein wenig im Schatten, deshalb bin ich auch so dunkel. Kacke. Ja, ich weiß nicht, ob ich da wirklich drin gepennt hätte. Es liegt sogar ein Buch drin, ich glaube, das ist sogar ein Gästebuch oder sowas. Mal hier, ja, ich weiß es nicht. Kerzenstummel steht noch da. Ja klar, da hätten wir jetzt auch drin schlafen können. Aber das macht nichts. Auf dem Wege kann ich wenigstens behaupten, dass ich einer von den Harten gewesen bin. So, weiter geht's. Ich will jetzt ein bisschen Strecke machen. Doch noch ein kleiner Zwischenstopp. Heute ist es klar genug. Da hinten kann man die Vogesen erkennen. Ja, und damit geht's auch schon wieder weiter.